Nehmen wir denn so ein Quad oder nehmen wir ein Motorrad? Ich glaube, ich nehme ein Motorrad. So. Jungs! Was ist denn los bei euch? Ey, die verprügeln mich! Meine lieben Zuschauer da draußen, hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 im Singleplayer. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Da fährt einer mit seinem Boot spazieren, auch nicht schlecht. Wir haben Mr. Phillips kennengelernt. Mr. Trevor Phillips und Ron hat uns eine SMS geschrieben, mal eben lesen. Natürlich ist sein Handy kaputt. Boss, da gibt's jetzt so Stockcar-Rennen. Solltest du mal ausprobieren. Falls du Bock hast, könnte Laune machen oder auch nicht. Kannst ein Auto gewinnen, wenn du gut bist. Aber du bist natürlich gut, hau mich nicht dafür. Okay. Ron hat echt Angst vor Trevor. Ich hatte eigentlich gesagt, wir machen mit Trevor die Mission bei Cheng. Aber jetzt habe ich gerade ein bisschen Lust bekommen, dass wir ein bisschen was Richtung 100% machen, was nicht Hauptstory ist. Und da gibt's ja zum Beispiel hier das erste Geländerennen. Nee, ein Stockcar-Rennen, warte mal. Ich suche eigentlich ein Geländerennen. Warte mal, Stuntflugzeug, Zeitrennen. Ammunition, Fahrgeschäft, Garage, Geländerennen. Da ist ein Geländerennen. Genau, da ist das erste Geländerennen. Ich hätte eigentlich Bock, dass wir ein Geländerennen machen. Weil die müssen wir ja auch für die 100% machen. Und insofern fahren wir doch mal dahin und machen ein Geländerennen. Und ich habe dann auch Bock, dass wir demnächst mal so ein paar Sachen machen. Es gibt ja so Kleinskrams, die man machen muss für die 100%. Zum Beispiel mit Job spazieren gehen oder... Ich hätte auch sehr Lust, dass wir mal die Dom-Mission anfangen. Das sind diese Fallschirmspringe mit Dom. Fallschirmsprünge. Weil das war genau das, was bei meinem PS3-Let's Play kaputt war und weswegen ich keine 100% schaffen konnte. Da hatten wir ja irgendwie 99,2% oder sowas und ich konnte keine 100% schaffen, weil eine Mission von Dom nicht aufgeploppt ist. Insofern hätte ich Lust, dass wir jetzt relativ früh im Spiel die Dom-Mission machen, weil dann weiß ich schon, ob es funktioniert oder nicht. Weil wenn ich jetzt schon sehe, bei 18% oder wo wir gerade sind, dass das nicht funktioniert, dann weiß ich ja jetzt schon, dass wir keine 100% kriegen werden. Insofern würde ich das gerne relativ bald mal machen und um dann auf Nummer sicher zu gehen, dass die Dinger also funktionieren jetzt auf dem PC. Weil das wäre ja echt schade, wenn das wieder nicht klappen würde. Das ist ja mit der Grund, warum ich überhaupt 100% machen will, weil ich 99, noch was hatte und keine 100 schaffen konnte. Das war wirklich mies. Naja, okay, schauen wir mal. Wird schon irgendwie klappen. So, Trevor fährt hier mit dem Sand King durch die Gegend. Das ist doch mal ein angemessenes Vehicle für den, oder? Weiß jetzt gar nicht, ob wir mit dem Auto am Geländerennen teilnehmen können. Wahrscheinlich ja schon, oder? Ist ja eher so ein Geländewagen. Naja, gucken wir dann. Erstmal müssen wir in die Richtung cruisen. Oh, Junge, mach die Straße frei. Kann doch nicht dein Ernst sein. Und natürlich regnet es. Oh Gott. Mit dem Ding siehst du ja gar nichts. Oh mein Gott. Man sieht da gar nichts. Oh, ich bin falsch abgebogen. So viel zu dem Thema. Man sieht nichts. Rückwärtsgang. Also in der Ego-Perspektive sieht man mit dem Auto genau null. Insofern fahre ich wieder schön hier in der Außenansicht weiter. So, einmal unter der Brücke durch. Haben wir aber ja schon gemacht, unter der Brücke durch. 25 Stück mit dem Jet. War ja ziemlich cool. Mir hat's Bock gemacht. Und euch auch. Und ich mache ja eigentlich auch gerne mal diese Sachen. Also, das ist halt eben, so ist da das Let's Play hier auch ausgerichtet. Das ist ja kein Story-Let's Play in dem Sinne, sondern eben ein 100%-Let's Play. Und dementsprechend finde ich das schon cool, dass wir das so machen. Immer mal wieder was, ja, nicht Story-mäßiges zu machen. Aber wenn das Rennen natürlich so weit hier in der Pampa ist, dann macht es ja auch keinen Spaß, oder? Aber jetzt sind wir ja gleich da, okay. Aber der Sand King ist sowieso ein geiles Ding, ich mag den. Hier im Regen, so ein bisschen durch die Pampa fahren. Und dann stehen da so Wohnmobile und einzelne Autos irgendwo im Nirgendwo. Verrückt, oder? So, jetzt sind wir aber gleich da. Also ich meine, man kann die Geländerennen mit, glaube ich, mit jedem Charakter machen. Dementsprechend auch mit Franklin, was natürlich am meisten Sinn macht, weil der nun mal die Fähigkeiten hat. Na gut, wir können es nicht mit dem Ding hier machen. Wir müssen ein Motorrad oder sowas nehmen. Am meisten Sinn macht es natürlich, das mit Franklin zu machen. Aber egal, jetzt sind wir mit Trevor gerade hier, also machen wir es mit Trevor. Nehmen wir denn so ein Quad oder nehmen wir ein Motorrad? Ich glaube, ich nehme ein Motorrad. So. Jungs! Was ist denn los bei euch?
Ey, die verprügeln mich. Aber was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Hey, die verprügeln mich. Haut besser ab, ey. Ich wollte das Rennen starten. Was seid ihr denn für Scherzkekse? Hä, wie lustig sind die denn? Ich habe mir das Ding... was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Na gut, okay, wir machen anscheinend doch kein Rennen. Ah, okay. Michael und Franklin sind nach dem Juwelenraub untergetaucht. Wechsel nicht möglich. Na gut, dann müssen wir tatsächlich bei Trevor bleiben. Und jetzt bin ich dummerweise ein bisschen hingefahren. Kann aber jetzt das Rennen nicht starten. Na, super. Und ich kann nicht mal wechseln. Das ist ja der Hammer. Warte, wir machen es uns einfach. Wir markieren, wo wir hinwollen. Wir wollen... wir wollen nach... das Stockcar-Rennen ist zum Beispiel auch noch neu. Das sagt mir auch nichts. Da ist eine Fremde- und Freaks-Mission. Da ist eine Mission bei Trevor. Und da ist die Mission beim Chinesen. Also setzen wir uns da einfach einen Punkt und rufen ein Handy. Genau. Wir rufen ein Taxi. Ich glaube, das ist das Einfachste. Ja, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Irgendwas hat nicht funktioniert. We need a cab, Toronto. On its way, sir. Thanks for calling. Much obliged. So, schauen wir mal, ob das klappt mit dem Taxi, weil dann haben wir uns die Fahrerei gespart. Aber das war jetzt komisch. Ich dachte, ich kann da schön das Rennen starten. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Entweder hätte ich nicht aussteigen dürfen oder sonst irgendwas hat nicht funktioniert. Hoffen wir mal, dass das Taxi ankommt. Ja, es kommt an, natürlich. Die Taxen fahren überall hin. So, ich würde gerne einmal, genau, einmal zum Wegpunkt bitte. Und ich würde sagen, wir überspringen das einfach mal. Ja, komisch, oder? Ich weiß auch nicht. Irgendwas habe ich verkackt. Aber jetzt sind wir da. Dankeschön. Dann machen wir halt die Mission beim Chinesen. Okay, der Plan war ein anderer, aber wenn wir schon mal... Jetzt machen wir halt dann doch die Mission. Okay. Immer anders, als man denkt, ne? Trevor. You're still banned. What about these two? Whoever wins, gets banned. He's won. Ban him. I have a video. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. 我操他妈的真是玩翻了! You all speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了。你有空就加的来分围着我。 这真是我人生中最美好的一刻。What the fuck is wrong with him? 就是这个，来来来来来。 I'm out. No, don't go. Please, I beg you. If you go, his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. This is us. Ich liebe diesen Chinesen auf Drogen, der ist einfach nur lustig. So, schön im Regen, nachts hinten auf dem Pickup sitzen. Gibt doch nichts Geileres, oder? Begib dich zum Meth-Labor, mach mal. Chef, we're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming, they think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Ja, Ortega habe ich umgelegt. Den hatten wir in seinem Wohnwagen in den Fluss geschubst und No, no. Mr. Chang Senior is very specific. He wants a good reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. So, schauen wir doch mal, ob wir hier helfen können, wenn die Aztecas kommen. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, 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 manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities.
Go on now. Nice, right? Ample room inside. Mr. Cheng, please, sir, if you will. Let me out! No. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! If I knew we were having visitors, would have done a little spring clean. So, wir haben hier Ortegas Männer. Und ich habe ein Sturmgewehr. Und ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir uns um die kümmern. Irgendwie klappt es aber noch nicht so ganz. Warte mal. So, jetzt. Naja, okay. Das hat noch nicht so ganz funktioniert, aber ich baller die einfach alle weg und dann haben wir kein Problem mehr. Oh, ich sterbe gerade, sehe ich. Das ist nicht gut. Haben wir hier irgendwie Leben oder sowas? Haben wir hier irgendwo so ein Lebenspaket oder so? Ich habe da gerade gar nicht drauf geachtet, weil ich ein bisschen Probleme hatte. Ne, anscheinend haben wir sowas nicht. Na gut. Dann muss ich so klarkommen. Wo haben wir noch wen? Da haben wir noch wen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle weggeballert. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ah, da kommt noch mehr. Okay. Kein Thema. Hey, Jungs, wo geht ihr hin? Ach, ich baller die doch alle weg. Kein Thema. So, wen noch, hä? Wer will noch? Ach so, wir sollen nach hinten. Ah, hier sind noch mehr. Okay, ich glaube, ich stand da eben. Okay, wir gehen aus der Deckung und ballern alles weg, was sich bewegt. Wer will noch? Wer will noch? Wer hat noch nicht? Was? Du hast eine bessere Waffe? Okay. Ah, ja, den nehme ich gerne. Pass auf. Hat da jemand Granatwerfer gesagt? Oh yeah. Okay, machen wir. Moment, gib mir mein Sturmgewehr zurück. Wir gehen nach vorne. Chefkoch geht vor. Ja, die Chinesen hocken unten im Eiscontainer, aber die sind ja sowieso high wie sonst was. Insofern sollte die das nicht stören. Die denken sich jetzt nur, what the fuck geht da draußen ab? Aber ich meine, wir kümmern uns ja drum. So, will noch jemand? Komm, ich gehe einfach raus hier. Und ich glaube, wir haben alle erledigt. Weiter geht's. Los, Chefkoch. Ah, ich hab ein Lebenspaket aufgenommen. Insofern kein Thema. Oh, schade. Ich dachte, ich treffe noch. Na gut. Also, das haben wir geschafft. Begib dich zur Kühltruhe. Ja, meinst du, die Chinesen haben es überlebt? Also, er hatte den Spaß seines Lebens, glaube ich. I think we have seen quite enough. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey, Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. So, Cheng Junior haben wir jetzt als Charakter, also als Kontakt. Trevor Phillips Industries. Okay, ich hätte noch einen killen müssen oder sowas. Verschrotter. Okay, das habe ich zumindest gemacht. Und ich hätte auch wieder schneller sein können. Ich hätte immer schneller sein können. Ich lasse mir immer Zeit. Ja, ich höre auch erstmal den Gesprächen zu und sowas immer. Und dann dauert das alles ein bisschen. So, hier steht ein schickes Auto. Aber das ist leider ausgebrannt.
Insofern können wir das nicht mitnehmen. Und wir können auch nicht wechseln. Wir müssen mit Trevor weiter, oder wir dürfen weiter mit Trevor spielen. Dürfen aber nicht auf Michael und Franklin wechseln, weil die beiden halt untergetaucht sind. So, ich speichere erstmal. 17% aber schon, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. So, ich gehe jetzt erstmal zum Ammunition und schau mal, dass wir Trevor auch ein bisschen was Vernünftiges an Waffen kaufen. Denn der hat ja Geld, der hat ja 100.000 oder sowas. Insofern, warum nicht mal was Nettes kaufen? Schönen guten Tag. Hey there, Trevor. So, der kriegt natürlich auch erst einmal hier die Standardsachen, die, die kostet, hier, die ist kostenlos, die kriegt er natürlich erstmal mit größerem Magazin und Schalldämpfer und mit orangenem Dings. Dann Billigknarre kostet, Hammer ist glaube ich kostenlos, genau, die Flasche kostet 300, die nehmen wir auch noch mit. Die kosten alle, das kostet auch. Granatwerfer haben wir jetzt auch, da können wir Munition verkaufen, warte mal, was kostet die Munition? Ja, das können wir uns leisten, okay. Einen Griff kann man dran machen, brauchen wir nicht unbedingt, würde ich sagen. Aber wir können den färben, schön in rosa. Dann den Karabiner haben wir schon, da können wir ein bisschen Munition kaufen. Schönen Griff dran und ein Zielfernrohr. Und das Ganze in grün. Dann haben wir natürlich das Sturmgewehr, haben wir auch schon. Und die normale Schrotflinte haben wir auch, können wir noch ein bisschen Munition verkaufen. Dann die Mikro-MP, ja gut, die MP hat er zumindest. Dann können wir ja hier noch ein bisschen Munition nachkaufen. Dann haben wir zumindest schon mal ein gewisses Upgrade hat er dann schon mal. Ein gewisses Kontingent an Waffen und so weiter hat er dann schon mal. Das ist auch schon mal eine gute Grundausrüstung. So, Dankeschön. Dann nehme ich noch eine Panzerung mit und dann sind wir halbwegs ausgestattet. Tschüss. Achso, wir können ihm noch, wir können ihm noch hier so Militärsachen kaufen, weil das passt ja zu Trevor. Wenn ich denn kaufen dürfte. Warte mal, irgendwo kann man doch Schuhe und sowas kaufen, oder? Kleidung, Schuhe. Panzerungen? Ging das nicht? Sonnenbrillen. Naja, gut, Sonnenbrillen. Die stehen ihm ja alle nicht so. Ist nicht so der Sonnenbrillentyp irgendwie. Und Schuhe kann ich mir nicht angucken, ernsthaft? Ich dachte, wir können uns auch Kleidung anschauen hier. Panzerungen? Nee. Ah doch, jetzt Oberteile, genau. Also ich wollte ihm so eine Militärsache, so Militärsachen anziehen. Oder sowas hier, aber das passt natürlich schon zu ihm. Feldtarn, Jagdweste, genau. Und Hosen haben wir hier nicht, oder was? Na gut, zumindest hat er schon mal ein vernünftiges Oberteil. So, sind wir ein bisschen ausgerüstet schon mal. Das gefällt mir doch. Und dann würde ich sagen, fahren wir noch zum Friseur, geben ihm noch eine neue schicke Assi-Frisur. Und dann machen wir erstmal Schluss und beim nächsten Mal geht's weiter. Wie gesagt, das Rennen hätte ich gerne gemacht, aber das hat nicht geklappt und... Dann haben wir halt den verrückten Chinesen wieder mal kennengelernt. Ich finde den Hammer, vor allem weil er so schön lustig auf Droge ist. Ja, hier in Sandy Shores ist aber auch ständig die Polizei unterwegs, ne? So ein illegales Gebiet hier. Yeah, I like it. Now I'm telling you, if you don't sleep in that hairnet, you're gonna wake up with your brains in your pillow, dig? All right, I hear you. See ya. Ja, irgendwie passen die Farbigen ja nicht so richtig hier nach Sandy Shores, weil da sind ja doch eher so die... Die alteingesessenen Ami-Rassisten und der Friseur Welcome. Passt hier nicht so richtig hin, aber okay. Ich hätte gerne Frisur. Und zwar so einen richtigen Assi-Bart und eine richtige Assi-Frisur, bitte. Haben sowieso ganz viele schon geschrieben, hier sollen wir mal so einen richtig schönen Bart machen immer. Ja, das passt natürlich schön hier zu ihm. Immer der Hammer, wie sie einem die Haare dran schneidet. Stehe ich drauf. So, dankeschön, richtig schön dreckig Assi. Und dann hätte ich gerne noch eine schöne Frisur. Wie wär's denn mit, ja, hier so Fukuhila. Schön. Asi vom Land aus Sandy Shores. Sehr gut. Warum kann er sich eigentlich keine Cornrows machen, ha? So wie der Kerl gerade, der vor uns hier war. Der hat doch die Frisur auch machen können. Dann müsste Trevor sich das doch auch raussuchen können. Aber nee, kann er nicht. Na gut. Asi genug sieht er jedenfalls aus. Passt zu seinem Asi-Aussehen generell. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal schauen wir mal, dass wir die Mission bei Trevor an sich machen. Das gibt es ja einfach die T-Mission bei ihm zu Hause. Die geht jetzt gerade nicht, aber die sollte generell funktionieren. Und ich würde sagen, ich bin erstmal raus aus GTA 5. Schaltet beim nächsten Mal mit ein. Bis dahin, euer Walle. Bye, bye. Wenn er seine Blumen umgetopft hat, dann liegt da der Dreck noch von der Erde, ja? Und dann war ich, machst du das noch weg? Hä? Ich sauge doch in 3 Tagen. Okay, also so Ordnungssachen. Aber das ist ja auch, da gibt es ja auch Kerle, die sehr ordentlich sind. Ja.